3, 2, 1, let's go! Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute spielen wir Duos mit Maxify! Yeah! Hallo! Na, geht's dir gut? Ja. Ja, mega, Alter. Lang nicht mehr getalkt miteinander, lang nicht mehr gespielt. Also außer den ganzen gestrigen Tag und wir haben irgendwie nichts zustande bekommen. Deshalb, ja, sind wir jetzt heute wieder back am Start und sind ready to kill everybody. Dankeschön. Genau. Meine Freunde, falls ihr nicht wisst, es gibt ja vorne einen Itemshop und lol, hier unten kann man ja einen Creator eintragen. Hö, da kann man ja mal, Leute, macht das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber versucht doch einfach mal meinen Code damit einzubinden, Revinzeit. Soll ich den kurz für dich buchstabieren? Ja. M. Nee, Moment, ich glaube, das war der falsche. Also, ich weiß ja nicht. Also, meine Freunde, ich habe lange nicht mehr dafür, dass ich große Werbung gemacht habe. Der Automatismus muss zurückkehren. Ich muss wieder Werbung für meinen Creator-Code machen. Dementsprechend, Leute, gönnt mir doch auch mal, ja? Und ja, seid doch mal ein paar Ehrenmänner. Seid doch einfach mal ein paar Ehrenmänner. Ein paar Gottverdammte. Ehrenmänner. Ehrenmänner. Digga, wo landen wir, Alter? Paradise Pumps? Auf jeden. Paradise Pups? Okay, ich habe gleich noch ein paar Themen, über die ich mit dir talken will, Brudi. Aber erstmal machen wir hier ganz entspannt, ganz locker, flockig erstmal ein paar Kills, ja. Gucken, dass wir beide irgendwie noch überleben. Ein paar Sekunden später. Oh, oh, der ist ultra low, Ulo. Er wird mich unbedingt finishen. Ja, der hat dich auch gefinisht. Ich habe ihn nochmal 40 abgezogen. Der hat wirklich 14 HP, der Dude. Gut, die Runde, die nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Das ist jetzt unser Aufwärmen gewesen, so, ja. Haben wir beide, ja, sag ich hat, mal jetzt das nicht. Das hat gepasst. Ne? So, und jetzt aber hier Runde Nummer 2. Und dann brauchen wir auf jeden Fall mal irgendwas, was uns ein bisschen hype. Alter, auf geht's, Digga. Und jetzt werden Gegner. Auf geht's, rasiert. Auf geht's. Woo, woo, yeah, yeah. Hast du die Maske bei deinem Skin abgemacht? Ja. Warum? Weil ich hässlich, weil ich schön bin. Ach so, ja. Gut gemacht, ja. Mhm. Alles klar. Hast du? Ja, doch, ja. Findest du mich schön? Ich finde dich sehr schön. Warte, ich möchte dich anschauen und küssen. Zeig mal. Sehr also schön. Also das mit den Küssen muss halt nicht sein. Ja, doch, das ist sehr schön. Wen haben wir hier? Ist auch ein schöner Skin. Den will ich reiten. Ja, und ich will verliebt in sie sein. Der ist oben. Oh, ein Hedgehog von mir. Oh, lol. Dann habe ich die komplett gesteelt. Das ist nicht schlimm. Gebe ich zu. Ist nicht schlimm, hey. Oh, ist wirklich nicht schlimm. Das es gehört dazu. Ich lasse die auch mal ein, dann übrigens. Okay, das ist nett. Damit es fair ist. Ich fände, bei Fortnite braucht es immer noch Assists eigentlich, weißt du? Ja, das wäre halt unnormal sick. Leute, Maxi, pass auf, ich habe da etwas, eine kleine Anfrage an dich. Ja, wie du sicherlich mitbekommen hast, haben Trimus und ich ja einen E-Sports-Orga gegründet, ja? Den, hab ich noch nicht mitbekommen, Clan. Nee. Hast du noch nicht mitbekommen? Doch. Das glaube ich, also das kann ja kein vorbei sein, ne? Es geht ja also kein vorbei. Also das ist ja wirklich international schon Wellen geschlagen, wo ja alle gesagt haben, wow, da haben wir ja Bock drauf. Du bist ja auch ein ziemlich guter Spieler, bist ja auch, bezeichnest dich ja selber auch als Pro, ne? Nein. Genau, du bist ja auch ein Pro, wie du es immer selber von dir sagst. Ich bin kein Pro. Genau. Aber jetzt hier weiter. Ja, und wir würden dich gerne halt im Lost Clan halt dabei haben, weißt du, was ich meine? Also so ja. Hier. So Maskottchen, ein, oder wie? Nee, ja, als Pro. Bist ja ein Pro. Als, oder? Ja, ich bin der Beste, ja. Genau, richtig, genau. Da du der Beste bist, brauchen wir dich halt. Oder über ein bisschen Gegner. Komm mal. Ich bin der Schlechteste. Nein, das schaffst du schon. Ist das nicht sein Ernst, oder? Ich hab ihm einen Hit gegeben. Ich hab ihm auch nur einen Hit gegeben. Komm, dann gehen wir hinterher. Ja, hol dir, er ist weak. Shit. Ist down. Na, ist jedenfalls, du? Guck mal, du bist ja ein Pro. Als Pro hast du doch sicherlich Interesse, Teil einer richtig geilen Orga zu werden, oder? Ja. Nein, oder? So. Und der Lost Clan wäre halt genau das, sag ich mal, ja. Wir brauchen halt Leute wie dich, die gut und lustig sind, weißt du? Und wir können dich dann Social Media mäßig auch ein bisschen unterstützen. Können ja mal einen coolen Banner das machen. Das habe ich nötig, ja. Und ein Intro. Können dich auf YouTube pushen, weißt du? Oh, das wäre richtig toll. Dann musst du halt nur sagen, ob du Interesse dran hast, ne? Also, wir sind bereit. Also, es kommt halt drauf an, noch ein paar Kleinigkeiten, ne? Ja, zum Beispiel. Kriege ich dann geheilt? Du wirst ja immer, also, die können, wir haben ja auch viele, die gute Spieler dabei, die können dann mit dir spielen und die holen dir dann mal ein Win und so, und da kannst du dann ein Video von machen. Damit verdienst du dann dein Geld, weißt du? Sowas wie Epic Win in Fortnite geholt, weißt du? Solche Videos halt. Sowas hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie einen Win. Genau, das wäre mal was Cooles. Ja, richtig. Also, wenn müsste ich was von meinen YouTube-Einnahmen abgeben? Ach so, ja, da kann ich gleich mal einen Vertragsentwurf einfach. Ich habe da schon was vorbereitet, kann ich gleich einfach mal rüberschicken. Wie nett. Oder? Und ich glaube, das wäre auch für dich als Person, sag ich mal, ganz gut. Das würde dich auf jeden Fall noch weiterbringen, tatsächlich. Also, ja, das hört sich schon mal gut an. Das will ich jetzt auch hier nicht verarschen oder sowas, ne? Sondern es geht ja darum, dass wir halt gemeinsam was Cooles erarbeiten, sag ich mal, ne? Ich werde nie verarscht. Ja, nee, oder? Also, nee, noch nie. Ja, richtig. Du kannst uns ja da vertrauen. Ich meine, da stehen ja zwei wirkliche Ehrenmänner hinter Trimax und Revi. Da weiß man ja auch, das ist alles wasserdicht so. 100% Ehrenmänner. Ja, aber, ihr seid die Besten. Ja, meine ich doch, genau. Haben sich auch viele Leute gefragt, ob du nicht in den Lost Clan kommst. Und jetzt ist ja so die Frage, also du hast schon Interesse, sagst du, ne? Hast ja, ich hab ja, dir also, jetzt aufgezählt. Es ist ja nicht nur Lost, wo ich mich, wo halt so eine Anfrage gerade ist, ne? Nee, also wenn du jetzt mit dem Horde ankommst, dann muss ich leider sagen, da ist dann auch relativ schnell bei mir vorbei mit der Frau.
Freundschaft. Ist nicht böse gemeint so. Aber ich bin halt der Meinung, dass das unser Clan da deutlich mehr zu bieten hat. Klar, Mickey kauft sich, sag ich mal, seine Member irgendwie, weißt du? Aber das ist ja auch nicht das Wahre irgendwie, ne? Ja, kaufen ist halt nicht so cool. Also, mir hat halt nichts geboten an Geld. Eben, genau. Weiß ich ja nicht. Also ich glaube, Mickys Clan würde dir auch nicht so viel bringen. Werden gepusht. Er ist low bei mir. Ich befinde mich. Ich bin Pro. Wir haben auch schon viele Sponsoren und so, ne? Ich kann auch so ein Trikot machen, wo der Name draufsteht, sag ich mal. Ach, ich glaube, ich habe mir gerade das Trommelfell Ich habe auch meine Kopfhörer so draufgehauen und dann kam so ein Unterdruck in meinen Ohren. Hallo? Hallo? Doch, ich höre wieder normal. Alles gut. Und dann kannst du auch mal zu so einem Event hinkommen. Und wenn du dich ja, du bist jetzt gerade auch, glaube ich, dabei. Ich bei der WM willst du dich ja auch qualifizieren, ne? Ja. Genau, und dann würden wir auch dann so einen Vertrag machen, dass wir halt von den Earnings, sag ich mal, das auch fair aufteilen, alles, ne? Also, ihr kriegt 80%, ich 20 oder? So, nee, wir haben da halt ein anderes Vertragsmodell. Das kann ich dir gleich, wie gesagt, mal zeigen. Ist sehr human. Also ich finde, das ist eigentlich sehr fair. Ja, also, muss ich mir gleich gerne an. Können ja auch über den Vertrag mal so ein bisschen reden, sag ich mal. Das ist ja relativ offen. Da können wir ja auch sicherlich auf einzelne Dinge eingehen, die du hast. Ich meine, du machst ja auch YouTube und so, da kann man sicherlich auch noch einen coolen Split finden, sag ich mal, ne? Weil wir unterstützen dich ja auch und dann wirst du ja auch auf YouTube groß, weißt du? Ja, ja, das ergibt Sinn. Auf YouTube habe ich halt noch nicht so viele Abonnenten. Ich glaube, ich habe jetzt 6 knapp, also falls du mich halt abonnierst, du meinst ja, du willst mich abonnieren, dann hätte ich nämlich 6 Abonnenten. Ja, aber an sich habe ich jetzt 5. Also der eine Account gehört meinem Bruder, 2 meiner Schwester, also ja, ich habe halt, glaube ich, einen wirklichen Fan. Dann gehen wir mal nach Battlefield und schauen uns das mal da an. Also guck mal, ich meine, wenn du ja schon so auf YouTube ein paar Probleme hast, dann können wir auch mal ein Video zusammen machen, wir beide und sowas, weißt du? Mhm. Also das ist ja auch für dich, sag ich mal, als Kanal, als Person dann ganz cool. Oder? Ja, das wäre halt wunderbar. Also ja, guck mal, du merkst ja schon, das hilft echt einiges, ne? Ja, das, also, wow. Sollen wir beim Mainhouse landen? Würdest du mir heute helfen, meinen ersten epischen Sieg zu holen? Ja. Hatte mich noch nie ein. Ich würde sagen, wir gehen nach Pleasant Park hier vorne. Das Haus, das ist nämlich das Lost House. Da fühlen wir uns wohl. Wir haben auch so, wollen noch so eine Villa, sag ich mal, uns holen, wo dann alle Pros zusammen mal spielen und so. Ne? Wie geil. Ja, genau. Da musst du auch noch einen kleinen Anteil, sag ich mal, dazu, dass wir das alles machen. Also ich meine, wir müssen ja erstmal gucken. Das muss ich ja dann alles noch irgendwie refinanzieren. Du hast ja auch einen Creator-Code, sag ich mal. Wenn wir dann zusammenführen zu einem gemeinsamen Creator-Code, dass wir da auch ein bisschen... Die Einnahmen gehen dann zu dir, oder? Ja, die werden halt am Clan dann halt aufgeteilt, ne? Ja, also, das ist hört ja, gut an. Ja. Nee, cool. Ich finde es cool, dass du so offen bist, dass du darauf Bock hast. Was erwartest du denn vom Lost-Plan? Also als Gegenleistung? So. Wie denkst Freunde. Du deine Ambitionen? Ja, das kriegen wir hin. Freunde ist ja sicherlich kein Problem. Ich habe oben auf der Insel einen gekillt, der hat einen Headshot bekommen, sein Loot regnet. Also ja, wie gesagt, Lost Clan, dann machen wir das so safe, sagst du, ja? Also ich gebe dir einen Vertrag. Würde ich gleich erstmal schön in Ruhe dann durchlesen, Mensch. Nein, brauchst du ja nicht, du kannst mir doch vertrauen. Guck mal, wir kennen es doch. Ah ja, stimmt. Pass auf, wir spielen jetzt einfach mal ganz kurz. Leute, ja, genug Vertragsgespräch-Talk. Jetzt gibt's einfach auf die Masse für die Gegner. Bitteschön. Hab ihn. Junge. Hast du ihn? Ja, ja. Ein Hatter von mir? Er wird mich... Digga, ganz ehrlich, Mann! Sehr schön, Junge. Vettel ist unser, Alter. Ziemlich hoch jetzt. Guck, was ich hier veranstaltet habe. Siehst du das? Alles du. Ich habe 5 Kills, Junge. Aber ich würde trotzdem... Material habe ich mit 200. Da vor uns läuft einer. Komplettes Lost Squad. Ein bisschen früh, der Snipe ist okay. Bei mir ist schon einer close. Das ist jetzt meine Combat. Gib her. Ich hab 9 Schuss nur für meine Combat. Von hinten gehittet worden. Goldene Combat, nice. Vor mir, auf jeden Fall. Komm mal. Evi, die wollen alle in mich rein. Die juckt es nicht, ob sie sterben. Digga, die 80, kommen in mich 90, rein. Was? Ganz ehrlich, Mann, 8 Kills. Nächstes Mal, wir unterschreiben jetzt deinen gottverdammten Vertrag. Mir reicht's jetzt. Die Runde war's, Junge. Die war stark. Die war toll. Wirklich. So, also, ich habe jetzt hier den Vertrag für dich. So, komm mal bitte hier rein. So, musst du einfach nur unterschreiben, ja? Steht hier alles quasi drin, was du brauchst. Ich formatiere dir den nochmal ganz kurz. So. An Herrn Maxify YouTube-Vertrag für den Eintritt in den Lost Esports Clan. Hiermit bestätige, auch hiermit wird zusammengeschrieben. Es tut mir leid. Hiermit bestätige ich Maxify, dass ich fortan Teil des Lost Clans bin. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und ist der einseitig kündbar seitens des Lost Clans CEOs Trimax und Revi. Hierunter einfach unterschreiben, ja? Also, ne? Mhm. Also, da musst du dann unterschreiben. Da musst du dann einfach eine digitale Unterschrift, das reicht. Alles andere ist jetzt eigentlich nicht so relevant, also. Ich versuche gerade eine Unterschrift zu machen. Ich will eine machen unbedingt. Okay. Wait, warte, ich will wissen, wie ich eine Unterschrift mache. Ja, das ist das. Sagst du mir, wenn du dann unterschrieben hast, ja? Ja, ich brauche ein paar Sekunden. Mhm, okay, mach mal. Photoshop öffnet. Kannst du mir dann einfach schicken, dann passt das soweit. Ich unterschreibe mit meiner linken guten Hand, okay? Ja, wie du magst. Mach sogar extra mit grün, okay? Das passt.
So, oh, dann beeil dich bitte, ja, ich muss nämlich gleich noch weiter. Als Lost-Clan-Chef hat man natürlich eine Menge... Ja, das glaube ich dir natürlich. ...noch zu tun halt, ne? Ich habe lange nicht mehr geschrieben, also kann sein, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist. Ja. So, was haben wir denn hier? Maxify, gut. Ja, das passt, das zählt. Den Paragraphen mit außerdem erhält der Lost-Clan 9% aller Einnahmen, die ich Maxify jemals in meinem Leben erwirtschafte. LOL und Revi ist mein Chef, ja. Den hast du auch gelesen. Maxify! Also, das habe ich echt gelesen. Ja, schön, dass wir dich jetzt hier gesigned haben als Lost-Member. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Einnahmen und auf dein WM-Placement. Leute, Maxify offiziell gesigned. Ich bin damit raus. Schaut auf jeden Fall gerne bei ihm vorbei. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.